Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Commentary und heute habe ich für euch die beste Killstreak meiner Meinung nach in Call of Duty Ghosts und das ist meiner Meinung nach der Maniac und ihr seht hier im Hintergrund einmal ein Frei-für-alle-Gameplay auf der Map Freight und das Ganze habe ich am Anfang mit der Sniper erspielt und bekomme dann glücklicherweise durch die Feldbefehle, die ich gleich erreichen werde, den Maniac Juggernaut oder nur Maniac, manche sagen Juggernaut dazu, ich lasse es einfach mal bei Maniac und ja, ich dachte, das Gameplay ist eine ganz coole Kombo, um das mal zu zeigen, weil ihr mögt, wenn ich snipe und der Maniac dazu halt, um euch das so ein bisschen zu zeigen. Und ich mache in dem Gameplay hier insgesamt 20 Kills mit dem Maniac. Ja, ihr habt richtig gehört, 20 Kills mache ich damit. Richtig krank eigentlich. Und ja, ihr schaut es euch einfach mal an, also es ist eigentlich richtig krass für so eine Killstreak. Also normalerweise macht ja zum Beispiel der Schwarm in Black Ops 2, der macht ja nicht mal so viel Kills und der braucht ja, da braucht man ja locker 15 Kills für. Und hier habe ich den halt einfach per Glück durch die Feldbefehle erreicht, finde ich eigentlich recht nice. Und ich komme jetzt auch mal kurz dazu, was der Maniac überhaupt macht für die Leute, die das nicht kennen. Und zwar, wenn man den Maniac sozusagen erreicht, dann bekommt man, wie ihr hier auch gerade seht, einmal ein Messer in die Hand gedrückt, sage ich mal, und dafür ein richtig schnelles Bewegungstempo und habt auch richtig viel Leben. Das heißt, der Maniac, also ihr könnt dann richtig viel aushalten, sage ich mal, und könnt dafür aber auch nur Messer und habt keine Waffe. Aber dafür seid ihr eben schneller und habt ein viel schnelleres Bewegungstempo und das gleicht das Ganze eigentlich wieder aus. Nur das einzige oder der einzige Kritikpunkt an dieser Killstreak ist, dass man keine Regeneration hat. Also die das Leben, das man hat, das ist halt begrenzt und wenn man halt zu oft angehittet wurde, stirbt man eben und hat dann auch ein Leben verloren und was mir immer noch aufgefallen ist, man hat auch ein Wurfmesser dabei, also kann die Gegner auch noch auf Distanz relativ gut wegholen. Ja, und das ist eigentlich auch nochmal recht praktisch, wenn man dann gerade den Gegner nicht direkt vor sich hat und halt trotzdem den Kill irgendwie kriegen möchte. Hier hatte ich halt relativ viel Glück, dass die Gegner gut um mich gespawnt sind. In Frei für Alle ist es ja sowieso mit den Spawns, die sind sowieso immer relativ nah bei sich, wenn man den Gegner gekillt hat. Und deswegen empfehle ich euch die Streak auch für Frei für Alle. Ihr könnt sie natürlich auch in anderen Modis ausprobieren, nur da ist es halt ab und zu ein bisschen schwieriger, weil man dann eben ein ganzes Team irgendwie da rumlaufen hat, so 3-4 Leute, die halt auf einen zulaufen. Und ja, ihr bekommt diese Streak eben bei 10 Kills in Folge, also mit dem Soldatenpaket, wenn ihr eben ohne zu sterben 10 Kills macht. Und das ist eigentlich recht angenehm dafür, dass die Streak ziemlich abgeht. Nur ab und zu hat man eben so ein paar Messerfails, dass man vor dem Gegner steht, wie ihr gerade gesehen habt, wenn man irgendwie nicht zu nah genug dran ist. Aber das stört eigentlich nicht weiter, weil man ja sowieso genug Leben hat, um das Ganze auszugleichen, beziehungsweise dann den Gegner trotzdem halt noch zu töten. Und ja, mir gefällt die Streak eigentlich recht gut und ich wollte euch das eigentlich nur demonstrieren, wie die Streak so funktioniert und für die Leute, die es eben noch nicht gespielt haben, einfach mal so ein kleiner Anreiz für die, die immer nur auf Specialist spielen oder halt auf Unterstützung, Oracle und so ein Kack, ohne da mal meine Meinung jetzt hier preiszugeben darüber. Und ja, probiert es einfach mal aus, also mir gefällt die Streak eigentlich recht gut, ist auch mal eine coole Abwechslung, wenn man gerade nicht auf Campstrike oder sowas geht. Und ja, schaut euch das Gameplay einfach noch ein bisschen an. Ich lege jetzt gleich noch ein bisschen Musik hinter. Und was ich aber noch sagen wollte ist, ich habe jetzt ein neues Logo, falls es euch vielleicht schon aufgefallen ist. Und das Ganze hat mir der Bierarzt gemacht. Und das finde ich eigentlich richtig cool geworden jetzt so. Also es gab da so ein paar Versionen, die er mir gemacht hat. Und letztendlich habe ich mich für die entschieden und die gefällt mir eigentlich recht gut. Und ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die so findet oder das Logo halt findet. Ja, ich finde es eigentlich ziemlich geil, ist eigentlich ziemlich geil geworden. Es ist halt ein Toastbrot quasi mit einer Waffe in der Hand und einer Granate, die es so hochschmeißt, für die, die es nicht erkennen können. Könnt ihr auf meinem Kanal gucken, da sieht es auch noch ein bisschen größer aus. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr ja eine Bewertung dalassen. Und ich würde sagen, ich lasse euch jetzt noch ein bisschen das coole Lied von E-Double vom Anfang hier auch da. Und ihr werdet gleich noch sehen, dass ich da auf 29 sterbe und dann noch ein Kill mir gefehlt hat. Und den werde ich dann hinterher noch mit der Sniper machen, wo ich dann noch einen scheiß Hitmarker kriege. Aber das soll es auch gewesen sein. Haut da rein, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Why you falling for that? Monotheistic, simplistic, thoughts get shifted. Push to the back for rhetoric that's uplifting. Sift through the text for some shit that you like, but trash all the rest 'cause the left can't be right. I know.